Was sehen wir denn hier? Fangen wir an? Ja, wir fangen an. Gut. Was sehen wir hier? Also, was wir gemacht haben, ist, wir haben auf der Republika einen Talk zum Angeln eingereicht, der zu unserer beider Überraschung angenommen wurde, woraufhin wir auf der Republika 10 Minuten lang übers Angeln gesprochen haben und eine Einführung gegeben haben, vor allem zu Ködern, was man fischen kann. Schön. Kann auch daran gelegen haben, dass ihr den Vortrag auf Englisch eingereicht habt. Auf Englisch heißt Angeln. Genau. Trolling, es ist ein Wort dafür, also es ist eine bestimmte Form des Angelns, die auch Trolling heißt. Und wir haben es zugegebenermaßen schamlos ausgenutzt, dass man bei einer Internetkonferenz etwas anderes damit assoziieren wird. Okay, herzlich willkommen erstmal Dirk und Rebecca. Ja. ihr habt hier auf der Republika einen Vortrag gehalten, The Art of Trolling. Und ich dachte auch, hey, wie alle anderen auch, super interessant. Trollkunde, Trollphänomen, wie werde ich ein guter Troll? Am Ende kam das raus, ihr habt also die Republika getrollt. Richtig. Wie kam es an bei den Leuten? Tatsächlich relativ gut. Also wir haben erstaunlich viel positives Feedback bekommen. Ich glaube, wir haben mit dem Trollen genau das erreicht, was wir erreichen wollten. Leute einfach mal so ein bisschen rausreißen aus dem Kontext und ihnen eine andere Perspektive geben. Also so dieses die Republika, die sich ja auch als sehr, sehr wichtiges politisches Medium versteht, einfach mal an der Stelle ein bisschen lächerlich machen, mit ihren Erwartungen spielen. Und darum geht es ja beim Trollen. Ihr beide habt eine Firma gegründet, nennt sich owncommunity.com. Genau. Wart auch vorher bei der deutschen Wikipedia aktiv als Administratoren, Community Manager, also so Internetgemeinschaften diversester Art sind euch nicht völlig fremd. Dirk, was ist denn ein Troll? Wie würdest du das bezeichnen? Also jenseits von Angler. Genau, also als Troll im Internet würde ich tatsächlich bezeichnen, jemand, der einen Köder in eine Kommunikation wirft und versucht, die Kommunikation aus ihren gewohnten Bahnen zu lenken. Und das ist das Ziel? Einfach. Das ist das Ziel. Also das kann man natürlich noch differenzieren, aber prinzipiell ist das Ziel. Es gibt eine Diskussion mit bestimmten Zielen, bestimmten Regeln, bestimmten Abläufen und er versucht, Leute zu ködern, dass sie diesen Diskussionsstrang verlassen und woanders hingehen. Mal ein paar Beispiele. Wo ist euch das passiert? In Kommunikation. Ich glaube, du also kannst mal am besten. Genau, also ich meine, der ganz klassische Troll ist natürlich, man geht in ein Windows-Fanforum und sage, Linux ist toll. Dann werden Leute nicht mehr darüber reden, was Windows für Spezifikationen hat, sondern werden darüber reden, was Linux gut ist oder nicht. Und dann geht die Diskussion in eine andere Richtung. Man kann auf der Republika über Angeln reden. Dann ist so dieses Republika, wir sind Internet, so ein bisschen aufgebrochen. Es geht in eine andere Richtung. Man kann irgendwie Leute, die einen beleidigen, einfach so ganz höflich und nett drauf eingehen. Dann bringt auch diese Beleidigungsdynamik aus der Fassung und wechselt die Diskussion. Also es geht halt darum, so das Framework in der Diskussion des Gesetzes aufzubrechen. So wie ihr das jetzt mit eurem Angelvortrag hier auf der Internetkonferenz getan habt. Wie werde ich denn ein guter Troll? Ich glaube, ganz viel einfach dem eigenen Spieltrieb folgen. Also wenn man so eine Idee hat mit so, okay, das wirkt jetzt irgendwie aus dem Kontext, nicht drüber nachdenken, einfach machen und gucken, was passiert. Also ich glaube, wichtig beim Trollen ist, man darf das nicht zu sehr überdenken, was man da eigentlich macht. Sonst wird man so ein bisschen von den eigenen Ansprüchen zu kommunizieren, glaube ich, wieder eingeholt. Ja. Und viel, viel Spaß haben ist das Wichtige. Ja. Also man selber muss auch viel Spaß dabei haben, was man tut. Und dann im Prinzip einfach gucken, wo erwartet die Community, die Gemeinschaft, mit der ich jetzt gerade rede, eigentlich eine andere Kommunikation. Ja, also wenn Leute mit einem kommunizieren, dann erwarten sie ja immer, dass eine bestimmte Antwort zurückkommt und das einfach durchbrechen, anders reagieren. So wie ihr genau, das jetzt ich glaube, man braucht ein relativ hohes Bewusstsein für Kommunikation und wie sie gerade verläuft und wo sie hingeht und was halt innerhalb dieser Kommunikation gewünscht ist und was nicht gewünscht ist und wie man das aufbrechen kann. Also das Trollen ist ja sehr dialogisch und es kommt halt darauf an, sich auf den Dialogpartner einzustellen und zu wissen, mit welchem Köder man ihn kriegen kann. Also Trollen ist ja erstmal sehr negativ belegt. Ne? Das, was ihr jetzt hier gemacht habt, ja, okay, dann gibt es einen alten Angelvortrag statt jetzt den wissenschaftlichen Vortrag übers Trollen. Aber es ist ja schon sehr negativ belegt und Leute können echt genervt sein und so eine Herde Trolle in deiner Veranstaltung, in deiner Website, in deiner Kommunikation zu haben, das kann schon richtig nervend und destruktiv sein. Also was das ist Problem das ist, dass heute ja irgendwie alles möglich ist. Also Trollen ist ja auch ursprünglich im Internet tatsächlich relativ spezifisch gewesen von seinem Begriff her. Mittlerweile ist aber irgendwie alles, jedes jegliche negative Kommunikationsverhalten wird als Trollen bezeichnet, was halt also vieles, was negatives Kommunizieren ist und destruktives Kommunizieren, ist halt meiner Meinung nach kein Trollen, sondern einfach
schlechte Kommunikation und asoziales Verhalten, das auch als solches gekennzeichnet werden sollte. Also das Problem ist, man verharmlost häufig diese destruktive Art zu kommunizieren, Leute zu beleidigen, indem man das Ganze Trollen nennt. Okay. Ach, das würde die abgrenzen. Jetzt genau. Ja. Das so, wir deutlich so abgrenzen. Mobben, Leute fertig machen. Und ist genau, also mobben ist, und Leute fertig machen. Das sollte man auch nicht als Trollen bezeichnen, weil man es dadurch halt einfach verharmlost. Und man macht es auch schwierig für die Leute, die tatsächlich von diesen Angriffen betroffen sind, sich zu wehren. Weil es wird halt verharmlost, wird gesagt, hey, du wirst ja nur getrollt. Und man muss damit aber ganz anders umgehen. Also mit einem persönlichen Angriff muss ich ja ganz anders umgehen, als wenn ich auf einmal in einer Internetkonferenz in einem Angeltalk sitze. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Situationen, die sich auch auf mich selber ganz anders unterschiedlich auswirken. Also der Troll hat in erster Linie Spaß. Kann man das so sagen? Genau. Welche positive Auswirkungen hat es darüber hinaus? Oder naja, kann es also, haben? Wir haben vorhin gesagt, ein Trollen ist ja prinzipiell erstmal disruptiv. Und also gerade Internetkreise ist disruptiv ja eigentlich ein sehr positiv besetztes Wort. Also in vielen Punkten ist destruktiv, aber es kann halt auch Möglichkeiten eröffnen und Sachen machen. Also wie gesagt, also zum Beispiel, wenn mich jemand beleidigt und ich total nett bin, ist das was, womit der Beleidiger nicht rechnet, womit ich ihn trolle und was dann aber die Situation aufbricht und besser macht. Also gerade bei festgefahrenen Diskussionen und bei sehr einseitigen Diskussionen, wenn man sie aufbricht, eröffnet es neue Perspektiven und Möglichkeiten. So eine Systemstörung, so ein genau. bisschen. Ne? Ja. So Kommunikationshacken auf einer genau. Art. Ne? Ja. Wir haben hier so noch ein Foto rausgesucht von einer Hamburger S-Bahn, deren Tür oder U-Bahn ist es, glaube ich, zugemauert wurde. Inwiefern ist das produktive Disruption? Es ist nicht produktiv, also Trollen muss nicht produktiv sein. Also so der beste Vergleich, der uns einfällt, ist mit der Kunstform Dadaismus. Und im Prinzip, Trollen ist Dadaismus in freier Wildbahn. Das muss keinen Sinn haben, das muss kein Ziel haben. Das ist einfach nur, jemand hatte da sehr wahrscheinlich sehr viel Spaß dabei, diese S-Bahn zuzumauern. Es gibt kein konstruktives Endprodukt davon. Es kann sein, dass zufällig was dabei rausfällt, was dann irgendwie für irgendwie nützlich ist, aber es ist eigentlich nicht vorrangig das Ziel. Und es ist auch keine offensichtlich rein internetspezifische Handlung. Nee. Nein, also getrollt wurde schon immer. Das gehört einfach zum menschlichen Verhalten dazu. Man hat immer Leute, die provozieren, die Grenzen durchbrechen wollen, die Situation aufbrechen wollen. Das ist im Internet wird es, glaube ich, einfach nur sichtbarer, wie viel Kommunikation. Wie macht ihr das denn? Also ich meine, okay, das war jetzt ja sicher nicht eure erste Trollaktion hier. Dirk hat, glaube ich, ein paar. Ja, ich überlege gerade. Also ich meine, bei Talks eignen sich immer relativ gut zum Trollen. Also wie bitte? Talks und Sessions eignen sich immer relativ gut zum Trollen. Da braucht man halt nur provokant genügende Thesen, die dann eine Diskussion auslösen. Also das Problem ist tatsächlich, dass das alles so kontextspezifisch ist, dass ich jetzt irgendwie 10 Minuten erklären müsste, was daran getrollt war. Was, wo habe ich denn zuletzt getrollt? Diesen Verein. Ja. Fällt dir nichts ein oder magst du es nicht erzählen? Mir fällt gerade nichts ein, was ich so erklären könnte, dass es jemand, der da nicht wirklich tief drinsteckt, einen Sinn ergäbe. Ja. Also es ist halt schwierig, so von was mir einfällt, was ein relativ offensichtliches Trollen ist, was nicht wir beide gemacht haben, aber jemand anders ist, der hat auf eine Konferenz, eine Konferenz, wo es darum ging, Roboter zu machen, die irgendwie Menschen jagen können sowieso, hat er eingereicht einen Roboter, der nannte sich Stabby und war ein ungefähr so großer Roboter mit einem kleinen Messer vorne dran und was er konnte, war Stabbing People. Den hat er ernsthaft eingereicht. Das ist weder produktiv und bricht aber eigentlich auf, was diese Konferenz macht, wo man, glaube ich, sonst sehr unpersönliche Roboter hat, die irgendwie sehr effektiv, sehr breitflächig streuen und halt irgendwie dieses kleine, kompakte Gerät dahinzustellen, das dem aber jeder Mensch so offensichtlich ausweichen kann, was eigentlich keine Gefahr darstellt, einzureichen, das ist, glaube ich, nochmal, das spielt einfach mit den Erwartungen. Auf was muss ich denn als Troll gefasst sein? Also welche Eigenschaften muss ich mitbringen, damit ich mit den möglichen Folgen meines Trollens umgehen kann? Also ich glaube, man muss mit negativem Feedback rechnen und das auch einfach aushalten und sich davon auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Also das ist... Und wenn ich jetzt Opfer eines Trolls geworden bin, dann ist es im besten Fall so, meine Konferenz in dem Fall, ja, gab eine interessante Diskussion und Aufmerksamkeit und so, okay. Aber wenn es jetzt eher negativ ist und ich habe keinen Bock drauf, wie reagiere ich?
Ich meine, der Standardspruch ist immer don't feed the troll, aber manchmal kann man sich... Das ist tatsächlich... Meistens schwierig wird es halt, wenn man größere Gruppen trollt, weil sobald der Erste sich nicht mehr dran hält, läuft es aus dem Ruder. Also am effektivsten ist zurücktrollen, das ist aber halt relativ anspruchsvoll tatsächlich. Weil der Troll das normalerweise besser kann, also der hat einfach mehr Erfahrung. Und ist ja auch schon drauf eingestellt. Ja. So, also ein Troll irgendwie, wenn man das macht, man hat ja irgendwie so ein bisschen die Szenarien vor Augen, was kann mir jetzt irgendwie passieren. Und dementsprechend ist man gut darauf vorbereitet, während den man trollt, den trifft man ja unvorbereitet in der Situation. Also wenn es ein echter Troll ist, also jemand, der nicht bösartig ist, hilft auch immer zurück, also sehr ernsthaft zurückfragen, was das soll und wie er das meint, weil also im Normalfall gibt es den Troll halt um einmal provozieren. Wenn man dann ernsthaft darauf eingeht, ist der Troll meistens oft am Ende seiner Möglichkeiten. Also wenn es wirklich bösartig ist, dann sanktionieren, soweit man kann. Also was immer geht, ist das ganz Klassische. Einfach, man kann auch Leute privat ansprechen, das geht auch. Also wenn man die irgendwie kennt, jeder kennt irgendwie Leute in seinem Bekanntenkreis, die irgendwie mal Kommunikation aus dem Ruder bringen, wo man sich sagt, was soll das? Und man macht halt eben, was man immer im Leben macht. Man geht auf die Leute zu und sagt, was soll das? Was machst du hier gerade? Also man kann die tatsächlich ganz normal ansprechen und fragen, hier, was war deine Motivation dahinter, warum machst du das? Man kann ihnen auch sagen, warum man es in bestimmten Situationen unangemessen fand. Das geht immer. Also im Prinzip verhalten, wie sonst auch immer. Ja, ich habe das mit den paar Trollen, die man so im Blog hat irgendwie, hat das immer so ganz gut funktioniert, relativ sachlich. Also erstmal ignorieren und wenn es dann nicht ging, sachlich bleiben und sagen, pass mal auf, Diskussion gerne. Der Ton ist ein bisschen schwierig. Wenn du den änderst, ist okay. Wenn du nicht änderst, ja, weiß ich auch nicht. Dann. Aber das ist ja wie in jeder anderen Kommunikation auch. Also ich glaube, man muss sich vor Augen halten, dass wir kommunizieren im Internet und auch offline mit ganz normalen Menschen. Und das heißt, im Prinzip sollte man sich genauso verhalten. Wenn ich im echten Leben auf jemanden zugehen würde und sagen würde, du pass mal auf, ich finde das jetzt nicht gut auf einer Konferenz, dann ist das auch genau die richtige Reaktion im Blog. Was war denn, genau gute, was war denn eine gute Trollaktion, an die ihr euch so erinnern könnt? Jetzt nicht von euch vielleicht? Aber wo er sagt, so, ha, legendär. So, Roboter hast du erwähnt von der Konferenz. Also relativ viel Standard. Was viel gemacht wird, ist Verschwörungstheoretiker. Trollen ist sehr beliebt. Ja. Wo man gerne ihr Thema einfach überernst nimmt und sozusagen sie eigentlich konfrontiert mit ihren Thesen, indem man die noch viel ernster nimmt als sie und sie so weit diskutiert, dass sie eigentlich das schon selber nicht mehr ernst nehmen können, wie sie diskutieren. Oder es halt einfach in einen anderen Kontext tut und dann einfach eskaliert. Also eskalieren ist irgendwie immer eine ganz gute Methode zum Trollen. So Medien-Hacktivisten sind auch so ein bisschen was, ne? Genau, also ganze Kommunikationsguerilla. Diese ganze Kommunikationsguerilla. Ja, genau. Also Metronauten. Virales Marketing hat zumindest immer so ein Troll-Element dabei. Also das geht ja also im Prinzip erstmal, also es hat eine Absicht und ist oft halt auch nur so mäßig gut gekonnt, aber das geht ja in dieselbe Richtung. Also es geht ja darum, Erwartungen zu brechen und was anderes zu machen. Also Kommunikationsguerilla ist jetzt offener und vielfältiger, aber das ist ja dieselbe Grundidee dahinter. Und werden die Leute auch schlauer sozusagen in der Reaktion darauf oder ist man immer wieder gleich orientiert, desorientiert, kann man das nicht lernen? Ich glaube, das ist sehr persönlich. Also es gibt Leute, die lernen daraus und können damit irgendwann umgehen und es gibt Leute, die lernen es halt nie. Die Frage ist ja auch, wie oft ist man damit konfrontiert? Also es gibt halt Leute, die so ganz viel in Online-Communities sind, die werden das, glaube ich, irgendwann lernen, wie geht man mit Trollen um oder werden zumindest ihre Art und Weise finden, wie sie mit Trollen umgehen. Und Leute, die halt irgendwie nur ab und an so ein, zweimal im Jahr damit konfrontiert sind, steigen dann auch schnell drauf ein, machen irgendwie jede Provokation mit. Pfeffer hat irgendwie mal gesagt, oh, glaube ich, ein Troll. Sollen wir den Taxi rufen oder findest du alleine raus? So, ja, ne? Genau. Also daran merkt man es schon. Man kann es ja sehen, also früher gab es Windows und Linux, wo man jeweils sagen konnte, das andere, jetzt klappt es mit Apple und Android und das ist wirklich einfach, es ist tausendmal passiert und das funktioniert immer noch überraschend oft. Aber im Internet ist es einfacher, weil du ein bisschen mehr Anonymität oder Pseudonymität zumindest hast und nicht so direkt persönlich sofort identifiziert. Ich glaube, viel, viel wichtiger ist die Reichweite. Ich erreiche auf einmal statt einen Raum voller 20 Menschen, kann ich auf einmal einen Raum mit 1000 Menschen erreichen. Das heißt, ich habe viel, viel mehr Leute, die potenziell anbeißen. Ich habe auch viel mehr Schneeballeffekte, die sich viel, viel schneller ausbreiten können. Und ich glaube, das ist eigentlich so eher der Punkt, weshalb wir das auch im Internet viel mehr sehen.
Also in einem geschlossenen Raum sozusagen mein Trollen aus diesem Raum herauszubekommen, ist viel, viel schwieriger als im Internet, wo ich teilen kann, wo ich retweeten kann, wo ich einfach copy-pasten kann und das nochmal irgendwo schicken kann. Ich habe auf einmal eine viel größere Reichweite. Und sobald die Wirkung begrenzt wird, macht das Trollen auch schon weniger Spaß. Also ich meine, also mein persönlicher Bekanntenkreis kennt mich, ja. Da ist es sehr schwer, sie zu trollen, weil sie kennen mich und sie wissen, was sie zu erwarten haben. Wenn ich jetzt Fremde auf der Straße ansprechen würde, würden sie sich vermutlich wegdrehen und gehen, das war's. Also im Internet habe ich so eine Kommunikationssituation mit Leuten, die mich so ein bisschen kennen, aber nicht so richtig und die auch nicht gleich wieder weggehen. Also das, ich glaube, man braucht so diesen Zwischenbereich, den man im Internet halt relativ einfach findet. Was ist denn die Grenze? Die eine Grenze hast du schon gesagt, also mobben, beleidigen, Leute fertig machen. So, aber was sind so andere Grenzen, die ihr noch definieren würdet, wo dann Trollen übergeht in was Bösartiges, eindeutig Negatives? Ist das Sachbeschädigung? Kann man das so definieren? Oder diese Tür zugemauert, U-Bahn ist... Ich glaube, also die ist zum Beispiel schwierig. Also zum Beispiel die S-Bahn hat sich sehr darüber echauffiert und gesagt, das ist absolut Sachbeschädigung. Ja, das Internet hat sich darüber totgelacht. Und ich meine, wir alle kennen irgendwie das Kunstwerk von der Butter in der Badewanne. Das ist, glaube ich, so... Wer sich davon wie angegriffen fühlt, ist eine sehr persönliche Sache wieder vom Trollen. Also es wird Leute geben, die sich darüber totlachen, während derjenige, mit dem man den Spaß getrieben hat, halt da steht und sagt, okay, das war jetzt Sachbeschädigung. Ich glaube, man muss immer aufpassen, dass man nicht Menschen persönlich angeht. Ja. Also das ist es dann so für mich halt auch wichtig, wenn man zum Beispiel das mit öffentlichen Figuren macht, geht es halt auch darum, wenn ich jemanden öffentlich angehe als öffentliche Figur, dann sollte ich zum Beispiel nicht die Grenze zum Persönlichen überschreiten. Also okay. Es gibt Leute, die haben halt eine bestimmte Funktion in der Öffentlichkeit. Da halt zu kritisch zuzustehen und was zu sagen, ist in Ordnung. Aber an der Stelle, wo es dann persönlich wird, ist dann einfach Schluss. Was habt ihr denn für eine Firma gegründet? Own Community, was macht ihr da? Genau. Was wir machen, ist Community Management und Community Building in Firmen. Und wir möchten im Prinzip anbieten, das Wissensmanagement in Firmen dynamischer und kollaborativer zu gestalten. Also wir haben in vielen Firmen das Szenario, dass ihre Knowledge Base, wo sie halt ihr ganzes Wissen, ihre Arbeitsabläufe und alles speichern, sind halt häufig veraltet. Sie sind auf mehreren Plattformen verteilt. Und wenn sie interne Wikis haben, dann werden die häufig nicht genutzt. Und was wir uns halt gedacht haben, ist, okay, wir wissen, wie schwierig es ist, ein gutes Wiki aufzubauen aus unserer Erfahrung heraus. Und eigentlich möchten wir dieses Wissen in Firmen reinbringen. Also, dass ein Wiki eben nicht nur ein Stück Technologie ist, die man benutzt, sondern man muss wirklich proaktiv daran gehen und Communities aufbauen, Communities managen und halt eben wirklich gucken, wie kann ich dieses ganze Konstrukt des Wissensmanagements kollaborativ und aktuell halten. Gibt es denn in Firmen auch Trolle, so in interner Kommunikation? Eher wenig wahrscheinlich, ne? Wird es auch geben, mit Sicherheit. Wird es auch geben, also ich glaube eher weniger, weil, also ich meine, Troll, es ist ein Arbeitsplatz. Also sobald man Trollen sanktionieren kann, ernsthaft nimmt es deutlich ab. Ich denke, es gibt in Firmen intern viele andere kommunikative Hemmnisse, die halt viel mit Machtverhältnissen zu tun haben und viel damit, dass man ja ernsthaft arbeiten soll und nicht irgendwie kommunizieren. Das ist aber... Trolle sind da, glaube ich, eher ein kleineres Problem. Das größte Problem ist einfach so, dass man mit seinem Chef öffentlich reden muss. Das okay, die Chefs sind eh die größten Trolls. Genau. Rebecca und Dirk, ganz herzlichen Dank für eure Zeit. Gerne. Ja, gerne. Das war DCTP-TV auf der Republika in Berlin übers Trollen und Angeln und ein paar Gegenmaßnahmen, die man dagegen treffen kann. Mein Name ist Philipp Wanse. Ich danke fürs Zugucken. Alle Videos gibt es im YouTube-Kanal von DCTP oder auf dctp.tv. Danke und tschüss.